Die 19. Berufsstattermesse Go in der Perleberger Rolandhalle startete am 26. Oktober. Hier konnten sich Schüler aller Altersklassen über berufliche Laufbahnen in der Prignitz informieren. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Udo Steg, Bürgermeister der Gemeinde Karstädt, Thorsten Uhe, Landrat Prignitz und auch Brandenburgs Bildungssekretär Dr. Thomas Trecher wendete das Wort an die Aussteller und Besucher. Ich glaube, für das, was die wirtschaftliche Entwicklung der Prignitz der letzten Jahre ausmacht und das, was dann tatsächlich an Erfolgen zu verzeichnen war, ist auch Ihr Verdienst, liebe Aussteller, liebe Prignitzer und liebe Honoration des Landkreises, dass es uns nämlich gelingt. Und deshalb möchte ich Ihnen an dieser Stelle auch den ganz großen Dank des Bildungsministeriums weiterleiten, dass wir gemeinsam, wir an unseren Schulen und Sie in Ihren Unternehmen, dass es uns gelingt, unsere Jugendlichen hier in der Region zu behalten, ihnen hier eine Perspektive zu geben, dass sie also gar nicht erst auf die Idee kommen, sich großartig mit Berlin oder anderen Regionen zu befassen, sondern wissen, dass wir sie von der Schule in ihre Unternehmen quasi ganz warm übergeben und sie hier vor Ort beste Perspektiven haben. Das ist unser Auftrag. Im Anschluss suchten sie bei einem gemeinsamen Rundgang das Gespräch mit den Unternehmen und Schülern. Insgesamt über 100 Aussteller präsentierten dieses Jahr ihr Unternehmen und stellten sich den Fragen der Schüler und berieten sie in ihrem beruflichen Werdegang, was viele Schüler auch dieses Jahr wieder als Chance nutzten. Somit war die 19. Berufsstattermesse Go in Perleberg wieder ein großer Erfolg. Und wir wünschen allen Schülern und Schülerinnen viel Erfolg in ihrer Zukunft.